Freunde der Sonne, weiter geht es mit einer wunderbaren Ausgabe des Retro-Clubs, das mit Abstand bodenstärkste und stabilste Format hier auf Rocket Beans TV. Da hat ja nie jemand was dagegen gesagt. In der ersten Hälfte haben wir uns mit Zelda Twilight Princess HD, der Neuauflage des Legend of Zelda-Klassikers von Nintendo, gerade frisch für die Wii U erschienen, auseinandergesetzt. Dazu haben wir einen kleinen Blick auf Wölfe in Videospielen geworfen. Die Frage kam im Chat nochmal auf: Gregor, hast du etwa Gabriel Knight 2 vergessen? Nein, der Untertitel der Sendung heißt doch: Alle Zoowölfe tragen eine. Na? Nur wir haben so viel Gabriel Knight 2 schon gemacht, dass man es nicht unbedingt hier in die Liste mit reintun muss. Bevor wir weiter Wolf-relevante Themen hier angehen und Zelda-relevante Themen, ich habe es angekündigt, Top 5s, Top 10s, Top 3, Top 7s oder sowas machen wir ja ganz gerne. Aber warum nicht mal eine Flop 5 oder Flop 7 oder sogar eine Flop 10 machen? Ich wollte schon länger ein kleines Special über schlechte Videospielmusik machen. Es gibt so viel gute Videospielmusik, wo du sagst, das ist ein tolles Lied. Das würde ich gerne noch mal hören, das macht mir Spaß. Aber es gibt auch leider mehr als genug Beispiele, wo sich ein paar Programmierer und Komponisten verhoben haben, die dachten, die machen was richtig Gutes, aber sie haben es dann doch nicht so gut hinbekommen. Und ich habe 10 ziemlich missglückte Videospielsongs für euch rausgesucht. Da möchte ich noch mal sagen, ein paar Sachen habe ich rausgenommen aus der Liste, sowas wie Crazy Bus für das Mega Drive, was einfach, ich glaube, euch nach 2 Sekunden schon so auf die Nerven gegangen wäre und auch nicht bewusst als Lied wohl gedacht war, was für als Sound da aus der Konsole rauskommt. Deshalb habe ich das außer Konkurrenz hingepackt. Aber die anderen Sachen, sie haben es gut gemeint, sie haben es leider nicht so gut hinbekommen. Regie, ihr könnt mir gerne auch ein bisschen Ton auf die Matzen legen, weil ich würde die gerne auch noch mal hören, um noch mal mich selbst zu erfrischen, so gut es geht. Und auf Platz 10 haben wir ein Mega Drive-Spiel gesponsert von einer großen Lebensmittel-Fastfood-Kette. Und da haben sie im Intro-Screen gesagt, hey, bevor wir das Spiel starten, lass doch mal das hören, hier auf Platz 10. Are you ready? Yeah! Cool! Are you ready? Yeah. Ouch. Yeah. Das Ding läuft noch weiter, bis man selber auf Start drückt. Das war natürlich der Intro-Sound zu Global Gladiators auf dem Mega Drive. Und Global Gladiators war das Jump'n'Run gesponsert von McDonald's. Yeah! Oh, awesome! Mein Liebling war am Ende, huhu! Da hat jemand mal richtig, richtig vom Leder gelassen, so gut es geht. Gehen wir rüber auf Platz Nummer 9 und Platz Nummer 9 gehört einem Spiel. An sich irgendwie, ich mag eigentlich der Sound, der da gemacht wurde, aber der Sound wiederholt sich sehr, sehr schnell. Also der Loop, in dem diese Musik gespielt wird, ist sehr, sehr kurz. Es ist ein Super Nintendo-Spiel. Es ist ein nicht offiziell lizenziertes Spiel, was in Hongkong hergestellt wurde. Eine Art sehr billig gemachter Shooter mit ausgeschnittenen Bildern von Jackie Chan und Mao Zedong, die sich beballern. Und dazu läuft dieses Lied auf Platz Nummer 9. Und es geht so weiter. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Es ist wohl ein chinesisches Volkslied, was da gesungen wird. Und der Loop geht weiter und weiter und weiter. Es gibt auch keinerlei Soundeffekte im Spiel. Das ist alles, was man hört. Packst das Modul rein, hast dieses fantastische Spiel im Hintergrund, wo am Ende sogar noch ein abgetrennter, blutiger Kopf von Mao Zedong als Endboss mit dabei ist. Ich weiß nicht, was es sagen sollte. Hongkong 97, im Chat wird es auch noch mal erwähnt, der Angry Video Game Nerd hat sich vor einiger Zeit auch dem Spiel ja mal zugewandt. Ein Ohrwurm, wenn er ein bisschen länger wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht hier mit reingetan, aber irgendwann wirst du wahrscheinlich selber freiwillig aus dem Fenster springen wollen. Auf Platz Nummer 8 habe ich ein Lied aus einem Spiel. An sich, das Ding hatte irgendwas. Ne? Also das Lied, ich habe es jetzt auch so hinten auf die Liste drauf gefragt, weil es gibt durchaus bestimmt Leute, die sagen, oh, ist doch ganz cool, wird so funktionieren, aber es passt irgendwie so gut wie nicht dabei. Es gab ein Jump'n'Run oder Flug'n'Run, nennen wir es mal fürs Nintendo 64, namens Buck Bumble. Man hat also eine Biene gespielt, die rumfliegt und summt
und Zeug mache. Das Spiel wurde in England gemacht. Und was war in den 90ern in England ganz modern? Jungle. Also die Musikrichtung Jungle, nicht der Dschungel an sich selber. Und hört euch mal hier auf Platz 8 an, wie Buck Bumble richtig dschungelmäßig abgegangen ist. What about now? It's time to rock with the bigger debug bumble. What about now? It's time to rock with the bigger debug bumble. Bump to the bump to the bump to the bass. Bump to the bump to the bumble. Bump to the bump to the bump to the bass. Bump to the bump to the bumble. Bump to the bump to the bump to the bass. Bump to the bump to the bumble. Bump to the bump to the bump to the bass. Bump to the bump to the bumble. Bump to the boot to the boot to the boot boot. Bump to the bass of the bass bass bass. Bump to the boot to the boot to the boot. Bump to the bass of the bass bass bass. Phenomenal, phenomenal. Es geht schon irgendwie ab, ne? Da spürt man schon den Rhythmus im Blut und möchte sich mal mitbewegen, aber ich weiß ja nicht. Hat sich wahrscheinlich keine gedacht, in 20 Jahren schaut sich jemand dieses Spiel noch an und sagt, Mande ulate, Hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass das passiert. Deshalb auch nur auf Platz Nummer 8 hier drauf. Platz Nummer 7 tut mir persönlich ein klein wenig im Herzen weh, weil es ist ein Song von einem meiner Lieblingskomponisten, Videospielkomponisten, namens Noriyuki Iwadare. Das ist der werte Mann, der unter anderem die Grandia-Spiele vertont hat. Und der hat sehr viele coole Lieder. Ich benutze ja auch gerne Grandia-Musik zum Schneiden, zum Beispiel bei Spiele mit Bart, das häufiger mal reingetan. Grandia 3 ist leider ein eher nicht ganz so guter Teil einer eigentlich ziemlich guten Serie, was so spielerisch, inhaltlich und da sage ich, obwohl das Kampfsystem ist eines der besten, die ich gezockt habe, aber der Rest drumherum ist ein bisschen nicht ganz so gut. Es gibt eine Stadt, die in der Wüste ist. Und da denken wir uns natürlich, Wüste, Stadt, da weiß ich, was für eine Musik ich mache. Leider kam das hier raus, auf Platz Nummer 7. Richtig ging's ab. Fantastisch war das. Wenn wir schon mal bei Rollenspielen sind, habt ihr gewusst, dass es ein Sonic-Rollenspiel gibt auf dem Nintendo DS? Habt ihr auch gewusst, wer es gemacht hat? BioWare. Also Mass Effect, Dragon Age, Sonic, The Dark Brotherhood. BioWare hatte ein Sonic-Rollenspiel gemacht auf dem Nintendo DS. Der DS hat auch nicht den besten Soundchip. Wie man hier gerade hört, auf Platz Nummer 7. Oder? Nee? Platz Nummer 6 sogar. Platz Nummer 6, ja. Ist ein bisschen so, als wenn man ein elektronisches Klavier gerade erwürgt und es so seine letzten Anflüge von Leben aus dem Körper weichen lässt. Der Soundtrack von Sonic the Dark Brotherhood. Auf Platz Nummer 5, Rayman. Ein großer Jump'n'Run-Held aus Frankreich, der aber nicht nur in Jump'n'Runs aufgetreten ist, sondern es gab ein Arena-Kampfspiel namens Rayman Arena oder Rayman M. Da hat man wohl als Vorlage sich gedacht, hey, wir mögen die Opernszene aus Das fünfte Element so sehr. Lass uns mal gucken, wie wir das in Videospielmusik umsetzen können. Wie hier auf Platz 5. Woo!
weiß ja nicht. Du wirst dann eine Runde Rayman mit deinen Freunden spielen. Rayman M hast du reingepackt, machst die Soundanlage voll an. So ein bisschen die Heavy Metal Version. Die ganze Zeit. Lasst uns zu was Besserem und damit was Schlechterem hingehen, nämlich Platz Nummer 4 ein weiterer Jump'n'Run hält. Einer der eher missglückteren Soundtracks leider von Nintendo, die normalerweise eigentlich recht cool Sachen machen, recht schmeicheln für das Ohr. Aber auch das Spiel ist leider nicht ganz so gut geworden, wie man es gehofft hat. Yoshi's New Island. Ich würde es vielleicht, und es ist nicht das einzige Mal auf dieser Liste übrigens, da haben wir gleich noch was, Flatulenz in Audioform. Auf Platz 4, Yoshi's New Island. Das Timing bringt mich um. Also mit mehr Comedic Timing hätte man diese Musik nicht komponieren können. Apropos Fürze in Videospielfirmen. Resident Evil. Auch tolle Musik normalerweise. Schön, bedrohlich, spannend. Kriege ich heute noch Herzschmerzen, wenn ich die höre. Resident Evil 1 hat einen Director's Cut bekommen auf der PlayStation 1, bei dem einige Musiken ausgetauscht wurden. Da gab es für das erste Untergeschoss vom Herrenhaus, wenn man unterwegs ist, so eine eigentlich ziemlich bedrückende Musik, die auch richtig bedrohlich klang. Leider hat man die für diesen Director's Cut durch den falschen Soundfont gejagt. Das heißt, man hatte die Komposition, wie sie da war, aber hat nicht die richtigen Instrumente benutzt und ist leider auf die Disc gepresst. Und jetzt sagt mir mal, ob ihr mit Platz 3 wirklich Angst gehabt hättet. Nummer 2. Furzi-Furz. Also, ich werde irgendwann euch mal auch das Original zeigen, was wesentlich bedrückender rüberkommt, aber hier hat man einfach das durch das falsche Instrument gejagt und rauskam Fürze. Fürze in Soundform. Wir haben damit die Top 3 geknackt, denn Platz 2 steht an uns. Für Platz 2, ich sage euch jetzt schon mal, was es ist. Das ist nämlich aus dem Spiel Double Dribble, ein Basketball-Game. Und was macht man bei Sportveranstaltungen in den USA, bevor sie losgeht? Man hört sich die Nationalhymne an, natürlich. Die amerikanische Nationalhymne. In den 80ern, wo diese Spiele aber entstanden sind, kann man schlecht eine Video- und Soundaufnahme machen und die in den Spielautomaten machen. Und wir hören uns gleich aus Double Dribble die amerikanische Nationalhymne an. Ich habe ein bisschen anderes Bildmaterial dazu gepackt, was diesen Patriotismus noch mal ein bisschen mehr herausstreichen soll. Deshalb, Leute, ich bitte euch jetzt alle aufzustehen, Hand aufs Herz, dann drauf zu packen. Regie kann gerne auch mal ein bisschen hin und her blenden, wenn sie lustig ist. Denn hier ist Platz Nummer 2. The home of the brave.
Fantastisch, oder? Ein großartiges Stück, ein tolles Stück Videospielgeschichte, aber auch unglaublich scheiße. Deshalb ist es auch auf dem zweiten Platz der Flop 10 der Videospielmusiken. Wenn das schon Platz 2 war, was, Gregor, sage es mir, oh Gott, was kann nur auf Platz 1 sein? Was kann so schlimm sein, dass es das hier, oder so gut, dass es das hier übersprungen hat? Es ist ein Schmankerl. Ich habe es auch ein bisschen länger jetzt ausspielen lassen. Ich habe euch den Song mal komplett draufgepackt, die 1,5 Minuten, die er dauert, weil das muss man so genießen, wie es geht. American Idol. Das ist die amerikanische Fassung von Deutschland sucht den Superstar. Und dazu gab es für den Game Boy Advance ein Videospiel, bei dem Lieder intoniert werden können, Welthits, die mit dabei sind. Und ey, als Kind, einer meiner Lieblingssongs, Whitney Houston mit I Wanna Dance With Somebody. Aber in dieser Version von American Idol auf dem Game Boy Advance ist es eindeutig Platz Nummer 1 in der Flop 10 der schlimmsten Videospielmusiken. Tanzen! And the sun begins to free. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up to now. The light of day that shows me how. When the night falls, the loneliness comes. Oh, I wanna dance with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Next, please. I'm not being rude, but you are the worst singer I have ever heard in my life. I'm sorry, you'll never, ever in your lifetime get a record deal. Ich weiß nicht. Ich könnte es mir eigentlich immer wieder anhören. Es ist so schlimm. Das ist wieder gut. Ihr seht, Leute, wie hätte ich es bei einer Flop 5 lassen können? Wenn wir so viel exzellentes Zeug hier dabei haben. Das war die mit Abstand schlimmste Videospielmusik aller Zeiten. Ihr könnt mir gerne nächstes Mal dafür danken. Lass uns wieder zurück zu den Wölfen innerhalb der Videospiele gesehen. Und einige haben wir uns vor der Pause angeguckt. Wir haben mit Link ein bisschen gezockt. Ich habe leider nicht mehr so ultra viel Zeit. Ich hatte eigentlich 2 Spiele vorbereitet, die ich euch zeigen will. Aber ich glaube, eines werde ich davon für euch angehen. Und das andere passt eventuell dann in ein anderes Retro-Club-Special mit rein. Altered Beast, eines der Launch-Games für das Sega Mega Drive gewesen und ein großer Spielhallenklassiker von Sega, die sie vor vielen Jahren dann herausgebracht haben. Und da kann man sich in eine Wolfsform verwandeln, die auch sehr aktiv benutzt wurde, um das Spiel zu bewerben. Wir schauen uns einmal erst eine kurze Werbung an und gehen danach in das Spiel. メガドライブ16ビットCPU搭載。限界のバリアをぶち破って見せる迫るうなる。ビジュアルショック、スピードショック、サウンドショック。時代が求めた16ビット、セガメガドライブ。 Der große Mega Drive Shock. Du Shock, Energy Shock, Altered Beast Shock. So gut es geht, Shock. So gut es funktioniert. Wir spielen die Arcade-Version und da können wir gerne mal reingehen, werte Regie. Ich drücke da auch gleich mal auf Start. Wenn wir dabei sind, war eben ursprünglich mal als Arcade-Game gedacht, was in der Form eben auch mit dem Mega Drive als Launch-Titel verkaufte. Das war das erste Spiel, was es fürs Mega Drive gegeben hat. Und hatte eben, ihr seht es hier schon, ja, da läuft das selbst ablaufende Intro. Wenn man entsprechend dann genug Aufwertungs-Items gesammelt hat, konnte man sich in diese Wolfsformen hier verwandeln, die super kicken und hauen und machen können. Ich will einmal selber kurz starten. So, hallo? Start. Es klappt nicht mehr.
Das ist ja schon mal ganz gut. Da können wir aus dem Ingame mal kurz rausgehen, Regie. Und ich schaue mal gleich, weswegen es nicht läuft. Aber solange ich kurz checke, wie das ist, ich hätte eigentlich noch ein zweites Spiel vorbereitet und auch eine Werbung dazu. Die kann ich dazu überbrücken, um mal zu gucken, warum die Technik gar nicht funktioniert. Ich hätte euch ein bisschen Darkstalkers gezeigt. Night Warriors, ein Prügelspiel von Capcom, basierend auf Horrorkreaturen anstatt Street Fightern. Und da war John Talbane, quasi die Urform des Werwolfs, mit dabei. Schaut euch einmal die Werbung an, ich guck kurz, warum Altered Beast nicht läuft. Capcom Presents. Gonna be in trouble, baby, I'm a trouble man. 目覚めよ、闇に集いし者どもよ。そのバトルは人間を超えた対戦格闘アクションゲーム「ヴァンパイア」プレイステーションに登場。カプコン。Habt ihr euch das auch mal hier angeschaut? Und vorhin hat es noch funktioniert, wie schon so immer. Aber es ist eigentlich, ich glaube, gar nicht mal so schlecht, denn wir haben gerade schon die Verwandlung von Altered Beast gesehen. Was zum Glück wir bei Darkstalkers auch machen können, ist die selbstlaufende Demo laufen zu lassen und das Spiel noch in Ruhe uns dabei anzuschauen. Und da wird uns auch die Wolfsform dann gezeigt. Wir können gerne auch ins Ingame reingehen, denn ich war Fan damals von Darkstalkers. Weil Street Fighter war eben das große Spiel von Capcom und das war die andere große Serie, die Capcom rausgebracht hat. Wir können jetzt hier kurz mal gucken, das Intro, läuft das schon? Ich weiß nicht, wir sollten eigentlich Sound haben, selbst wenn nicht, ist ja der... Ah, schade, kommt der Sound nicht, weil da hat er, glaube ich, eigentlich ganz guten, aber gut. Ihr seht es da ein bisschen, ne? Es war so auf Comic-Style gemacht. Ein paar der Charaktere kehren auch in diversen anderen Games wieder zurück, wie Morrigan hier, die natürlich für sehr viele Sachen dann auch verwendet wurde. Und mit dabei ist natürlich eben auch John Talbane, was der echte Name, glaube ich, des Urwerwolfs aus der alten Erzählung, aus dem alten Buch sozusagen ist. Ja. Und Night Warriors, was wir hier sehen, ist der zweite Teil von Darkstalkers, der sogar noch ein bisschen mehr bekommen hat. Okay, hier sehen wir natürlich nicht dann John Talbane, sondern Felicia. So, kann ich dann was machen? Da sehen wir ihn aber ein bisschen, ne? Er kämpfte gegen Anakaris. Und da haben wir auch andere Filmmonster oder allgemein Monster natürlich, wie dann Frankenstein mit dabei. Da ist Lord Raptor, einer meiner Lieblinge, der Gitarre spielende, das Skelett, der Raptor. So gut, wie es gehört. Und auch da hätten wir mit dem Wolf hier kurz mal gespielt. Zumindest, ich werde die Darkstalkers-Serie noch mal ein bisschen konkreter angehen, wenn wir mal uns aus den Street Fighter-Faden rausbewegen und mal ein bisschen was zu mehr Prügelspielen machen. Ich plane auch demnächst mal ein Neo Geo Special zu machen. Da wird das nicht direkt vorkommen, aber es wird da ganz gut mit reinpassen. Gibt natürlich auch sau viele Spiele mehr, die wolfstechnisch mit dabei sind. Lass uns dann einmal, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich wollte euch noch ein bisschen was Gutes tun. Wir haben in der letzten Woche ja schon eine kleine Verlosung gemacht und da haben sich sehr, sehr viele Leute dann zurückgemeldet. Mir fällt gerade auf, ich habe es der Regie gar nicht angesagt, dass sie mir mal die E-Mail-Adresse gleich mal einblenden können, an die ihr was schicken könnt. Deshalb sage ich es mal der Regie gleich, ihr könnt gerne einblenden. Retroclub mit einem K at rocketbeans.tv in der Bauchbinde. Könnt ihr gleich fertig machen, denn ich will einen Code für euch weitergeben für Oceanhorn auf dem PC. Das ist ein Zelda-Klon, der vor einiger Zeit rausgekommen ist. Wir lassen mal das Video kurz laufen, damit ihr mal einen Geschmack bekommt. Wenn wir wieder zurück sind, dann sage ich, was ihr machen müsst, um da einen Code zu gewinnen. Wir müssen uns einmal das Video angucken, ja.
Ja, da kann man ein klein wenig die Anleihen an Legend of Zelda sehen. Ist mir wieder eingefallen, dass ich dafür tatsächlich sogar noch einen Code rumliegen habe für den PC, weil es gerade aktuell auch im Humble Bundle mit dabei ist. Also ihr wisst ja, die Sammlung an Spielen, die man für entsprechenden Betrag, den man an karitative Zwecke und die Entwickler von Indie-Spielen spenden kann, kann man sich im aktuellen Humble Bundle auch einen Code dafür holen. Wer nicht sich das Humble Bundle holen will, einen Code habe ich hier noch über. Und falls die Regie es einblenden kann, wäre es cool, wenn es hier funktioniert. Wenn es nicht, werde ich es euch mal sagen. RetroClub@RocketBeansFunk.tv heißt die E-Mail-Adresse. Ihr habt bis zum kommenden Sonntag Zeit. Was haben wir heute? Den 10., den 11., den 12., den 13.3. Das ist der letzte Tag, wo ihr eine E-Mail schicken könnt daran und sagt, hey Gregor, ich hätte Bock auf Oceanhorn auf dem PC. Ihr braucht nur einen Steam-Account, um es freizuschalten. Und dann schicke ich das an den Glücklichen oder die Glückliche raus. Ansonsten, wenn ihr nicht den Code gewinnen solltet, schaut euch mal im aktuellen Humble Bundle um. Da ist es eines von einigen Spielen, die mit dabei sind, und da ist auch ein guter Value, der mit dazu kommt. Und ja, ich hatte es schon gesagt, letzte Woche, wo wir auch mal so ein Gewinnspiel gemacht haben, sind mehrere hundert Einsendungen gekommen. Konnte leider nicht für jeden einen schönen Code für Story of Seasons, das Harvest Moon-artige Spiel, dann drauf haben. Mal sehen, wie viele Leute dann jetzt mitmachen wollen. Ich schaue mal, ob ich mehr so entweder Retro-Spiele oder Retro-artige Games für euch in Zukunft organisieren kann. Damit wären wir leider schon auch am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ihr wisst ja, als quotenstärkstes Format hier auf Rocket Beans TV hat man natürlich auch nicht die größte Sendezeit, ja, weil da packt man die Qualität, man presst sie zusammen. Gutes Zeug, möglichst gutes Zeug in möglichst wenig Sendezeit. Dafür steht der Retro Club und dafür stehe ich auch mit meinem Namen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid mit weiteren bunten Themen. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Donnerstag. Kino Plus, einiges mit dabei sogar. Da bin ich auch noch mal kurz mit am Start. Bei Fuller House bin ich gewesen und habe da ein Interview geführt. Viele andere schöne Themen, Gäste sogar mehr. Überraschungsgäste, die der Daniel in Kino Plus hatte. Und natürlich auch das Restprogramm heute am Donnerstag nicht vergessen. Ich wünsche euch was. Bis dann.